Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche natürlich wieder präsentiert von einem Partner, und zwar dem Fashion- und Sport-Online-Outlet outlet46.de, geschrieben outlet46.de. Die Kollegen haben den Slogan Brands up, prices down und bieten Top-Brands zu Bestpreisen und kostenfreier Zustellung am nächsten Werktag. Also Fashion zu günstigen Preisen im Internet. Man kann die Seite Outlet 46 frei ansteuern, das ist kein Shopping-Club. Und man kann sich natürlich auch in den Newsletter eintragen, aber es gibt auch Tagesdeals, Tageskampagnen, und da kann man einfach schnell gucken, was man vielleicht erwerben möchte. Aktuell haben die Kollegen 1 Million Kunden und möchten gerne weitere Kunden gewinnen und suchen dazu auch explizit hier im Podcast eure Hilfe. Also wenn unsere Hörer der Meinung sind, sie können Outlet 46 über irgendein Tool, irgendeine Vermarktungslösung, irgendeinen spannenden Marketingansatz helfen, weiter zu wachsen, dann seid ihr explizit aufgerufen, euch dort zu melden. Gerne direkt an die Kollegen schreiben, dass ihr das hier gehört habt, oder über uns, dann machen wir eine Intro. Outlet46.de als Partner gewinnen oder Kunde werden, wie auch immer. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Philipp Westermeier. Die heutige Folge ist nicht bei uns im Studio aufgenommen worden, deswegen etwas halliger, aber trotzdem nicht minder geil, denn sie ist mit einem alten Bekannten der Rockstars-Welt, und zwar jemand, der schon vor 3 Jahren bei uns auf der Bühne stand, der damals noch ein bisschen unbekannter war, aber mittlerweile sehr erfolgreich ist, auch sehr viel in der Presse steht. Ich komme gleich dazu zu sagen, wer es ist. Außerdem, kurzer Hinweis für alle Hörer dieser Folge, es kommt häufiger eine Band vor, und zwar die 257er. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, das nochmal ganz kurz zu erwähnen, weil die meisten von euch werden die wahrscheinlich nicht kennen, oder ging mir zumindest so. Und dann ist mir aufgefallen, krass, die kommen aus Essen. Und zwar ist 257, die Postleitzahl wohl von denen, 45257, so ist die Essener Postleitzahl. Ich bin geboren in 45259, also ein Ortsteil weiter. Und diese Typen sind jetzt so einer der ganz großen Acts im Portfolio von unserem heutigen Gast, oder im Portfolio soll man nicht sagen, aber im ein Künstler, der zusammenarbeitet mit unserem heutigen Gast. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch ein bisschen Durcheinander, ein bisschen Tohuwabohu, unter anderem, weil ein Freund unseres heutigen Gastes und ich hatten ein kleines Missverständnis, und da wollte ich mich noch dringend für entschuldigen. Es geht da um den Kollegen Knauf, einen der Gründer von True Fruits. Also hört bis zum Ende durch, dann wird es noch turbulent, und wir mussten sogar einmal piepsen, weil es ganz wild wird. Also hört bis zum Ende durch, eine geile Folge. Jetzt geht's los mit Elvir Umerbegovic. Moin Elvir. Hallo, hallo. Jetzt erzähl mal ganz kurz für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen. Du machst, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenfasse, 3 Standbeine. Musik, du bist Produzent. Du machst ein Eisgetränk, Suck It. Und Textilien. Und du machst Textilien, das Label Pusher, ein Hip-Hop-Klamotten-Label. Genau. Genau, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das Wort Produzent mich im Musikbereich so richtig beschreibt, weil ich ja aktiv keine Musik produziere. Das denken die Leute dann immer. Also ich sitze nicht an den Reglern und baue Beats, sondern ich veröffentliche halt Platten. Also ich bin ein Plattenfirmenbetreiber sozusagen. Ja. Selfmade Records. Genau. Und das ist auch dein Hauptbaby, und alles andere kann danach. Ich sag mal so, ne, ich bin schon Unternehmer, und Selfmade Records hat mich die Unternehmerschule durchlaufen lassen. Dann lernst du halt 257 das funktionieren, am Radio funktionieren, auf Volksfesten funktionieren, da überall, wo vielleicht Kollege nicht funktioniert, aber du musst diese Wege erlernen. Also quasi die zu bespielen, und das ist halt wirklich wie eine kleine neue Firma. Und sag mal, welche Firmen hast du sozusagen im Portfolio? Also Kollege hast du schon gesagt. Welche Firmen oder Künstler meinst du? Ja, also Künstler. Aber ja, okay, also war ja jetzt in dem Kontext sogar richtig. Ja. Zurzeit haben wir die 257ers im Portfolio, aber Portfolio hat sich einfach auch echt in dem Kontext also scheiße an, so, oder? Hallo Jungs. Nee, also wir arbeiten mit folgendem Künstler 257, das Genetik Platte wird jetzt am Freitag veröffentlicht. Das Album heißt Fuck Genetik. Und dann haben wir Favorite noch, der ist auch ein alter Bekannter. Karate Andy ist relativ frisch dabei. Und ja, also ich habe halt, ne, aber auch mit vielen anderen Künstlern schon zusammengearbeitet. Natürlich auch viele Jahre mit Kollege, 11 Jahre, glaube ich, und Casper war auch einige Jahre bei uns und so weiter. Also kann man sagen, dass du diese beiden zum Beispiel auch mit groß gemacht hast? Wäre das fair? Natürlich, klar. Also wenn die irgendwas anderes behaupten, dann
Also es war, also klar, bei Kollega ist ja so, ne, wir sind zusammen groß geworden, anders kann man das nicht beschreiben. Ne? Und Casper war halt einige Jahre bei uns und hat auf jeden Fall mit damals Mittelfinger hoch, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie er sie noch nie hatte. Und das war dann für seinen weiteren Karriereverlauf auf jeden Fall wichtig, klar. Und erzähl mal so ein Beispiel von Kollega, wenn ihr sagt, ihr seid zusammen groß geworden, wo habt ihr euch kennengelernt oder hast du ihn entdeckt, er hat dich gefunden? Er hat mir eine E-Mail geschrieben, wo ich quasi, ich hatte damals zwei Platten veröffentlicht und die Rap-Szene hat dann gemerkt, da kommt irgendjemand, den kennt keiner und der veröffentlicht neue Künstler, die keiner kennt. Und mein Beweggrund war damals zu sagen, ich will keine, also zu dem Zeitpunkt war es oft so, es gab bekannte Rapper und die haben halt Freunde um sich geschart, um Camps aufzubauen, um zu sagen, ey, wir haben eine Crew, ich gehe über mit meiner Crew hin, aber er war natürlich immer das Alpha-Tier in der Crew. Und es war jetzt der Ansatz zu sagen, ich bin der beste Rapper und es war es fürs Ego halt wichtig. Aber es ist natürlich einfach jetzt an Gesetzmäßigkeiten des Marktes einfach überhaupt nicht orientiert, sondern einfach nur an Befindlichkeiten. Ne? Und für mich war das dann halt dämlich, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich ein Team aufbaue, dann müssen bei mir die besten Leute spielen. Und mein Ziel, das sagen viele Unternehmer nicht so gerne, ist zu gewinnen. So, ich komme aus dem Sport. Ich baue Teams, um zu gewinnen. Alles andere interessiert mich nicht. Und das ist halt auch so eine gewisse Eigenart von mir, die viele Leute an mir nicht mögen. Ich bin halt sehr direkt und gehe dann nach vorne. Und wenn ich gewinnen will und du stehst mir im Weg, dann räume ich dich halt aus dem Weg. So. Und das ist halt tatsächlich meine Einstellung. Aber es ist ja auch die Einstellung von vielen anderen Unternehmern, die etwas extremer unterwegs sind. Elon Musk, glaub mal, dem, wenn du dich da in den Weg stellst, so, dann versuch auch mit allen Mitteln, dich da wegzuräumen. So, ne? Und das ist auch vollkommen legitim. Aber das heißt, du hast dann, oder ein Kollege hat dir eine Mail geschrieben, hat gemerkt, okay, da ist jemand, der... Ja, der hat dann, der hat mir dann später gesagt, ich habe dann noch einen Künstler damals unter Vertrag genommen, den er auch sehr cool fand, das war Schimmel, dann hat er gesehen, dass Favorite und Jason, das war eine Platte damals, sehr gut promoted wurde und hat mir dann dazu geschrieben, ey, mach cool Promo und hör dir mal mein Tape an und ne, dann habe ich das Tape, also es war eine sehr coole E-Mail, muss man sagen, zwei, drei Sätze und dann habe ich das Tape angehört und dann habe ich mir gedacht, what the fuck, so krass, was der Typ macht. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns verstanden und dann haben wir losgelegt. Und dann, was war so der Weg, ihn groß zu bekommen? Die Legende sagt ja, dass sozusagen YouTube damals so ein Weg war. Ja, wo YouTube war sehr wichtig, ja. Aber es war ein sehr langer Weg auch, ne? Wir sind in einer Phase groß geworden, wo keiner mehr Musik kaufen wollte, wo es auch keine anderen Outlets wie Spotify oder iTunes oder ähnliches gab. Es gab halt das illegale Downloaden in starken, also in ganz, ganz großen Zahlen. Und ich bin quasi, was für mich im Nachhinein aber gut war, in so einer Talsohle irgendwie da eingestiegen und hatte aber auch dann dadurch die Zeit, alles in Ruhe zu lernen, weil es hat halt keine große Aufmerksamkeit generiert, weil mit der ersten Kollegaplatte zu Hazard Tape Volume 1, was für mich ein Klassiker der Deutschrap-Geschichte ist, 2000 Platten verkauft. So, da denkst du halt heute, wenn du 2000 Platten verkaufst, dann, keine Ahnung, dann hast du auf, also im Künstleraufbau ist das vielleicht okay, aber generell ist das natürlich ein total unwirtschaftlich, ne? Und dann, was war dann sozusagen der wirtschaftliche Durchbruch und wie kam der dann? Ja, der kam dann einfach mit Konstanz. Ne? Wir haben nicht davon abgelassen. Ich habe mein erstes Büro war mein Schlafzimmer und ich hatte die Kosten einfach gesenkt, also quasi Overhead-Kosten gering gehalten und wir haben einfach weitergemacht und alles, was an Geld reinkam, in die nächste Platte gesteckt. Also da gab es jetzt keinen tollen Lifestyle oder so. Das war Arbeit und Wachstum. Und dann aber irgendwann ist es dann weiter gewachsen? Es ist stetig gewachsen. Ne? Du hast an ganz vielen Parametern und Indikatoren gesehen, dass du wächst. Mal war es mehr Live, mal war es mehr Merch-Verkäufe, mal waren es mehr Plattenverkäufe. Diese ganzen Bewegungen, ne, die musstest du auch erstmal einordnen lernen. Ne? Und das haben wir auf jeden Fall mit den Jahren dann so geschafft. Und es gibt also nicht diesen einen Marketing oder diesen einen großen Hebel, der euch jetzt richtig nach vorne gebracht hat. Also nochmal, wenn ich von Leuten höre oder Leute über dich sprechen, dann ist immer so dass das Argument, okay, der ist bei YouTube mega schlau und der weiß, wie er da Videos und Künstler positionieren muss und sozusagen Social Media, YouTube ist ja auch Social Media, ist sozusagen ein krasser Hebel. Genau, also das habe ich auch gerade irgendwie besprochen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, da habe ich gestern irgendwie noch einen Marketingbeitrag gelesen, das war ein Amerikaner, ich kann es dir auch direkt sagen. Das ist ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, dass da nicht der eine Marketing-Move war, der dann diesen Künstler nach oben gebracht hat. Also erstmal muss man auch ganz klar sagen, Künstler wie Kollega, der seine Kunst extrem gut beherrscht, ja, erstmal sehr viele Jahre braucht, um überhaupt diese Kunstfertigkeit zu erlangen. Ne? Und den setzt du nicht mit einem Marketing-Move irgendwie so auf die Map. Ne? Also ich habe aber gestern echt was Gutes gelesen, das ist jetzt auf Englisch,
aber das passt gerade verlinken, perfekt. Verlinken wir hier in den Shownotes vom Podcast. Genau, many people see entrepreneurship as an event. If we could get our business featured in the New York Times, then we'd be sad. Ne? Also, dass du halt so ein Single-Event quasi ausloten willst, wo du sagst, okay, ab da ging es bergauf so. Aber in der Regel, ich meine, ist das Bullshit so, ne? Weil du hast nie dieses eine Single-Event, was dann quasi die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf dich lenkt. Selbst wenn du Sprintstar bist, wie Usain Bolt, ja, der hat sich ja jahrelang darauf vorbereitet, eben dieses Rennen zu gewinnen. Der kam ja nicht über Nacht da rein und hat gesagt, ey, krass, ich habe hier irgendwie eine Einladung bekommen, da mitzulaufen. Mach ich mal, oh krass, ich bin irgendwie auf jeden Fall super gifted, ich gewinne jetzt. Das ist halt Bullshit. Das ist auch genau wie dieses Glücksprinzip. So, das ist kein Glück. Ich glaube auch nicht daran. Ne? Ich habe mich viel mit Quantenphysik beschäftigt, was sich immer ein bisschen abstrakt und vielleicht auch teilweise esoterisch anhört, aber eher so in wissenschaftlicher Form. Und ich glaube daran, dass Dinge zueinander finden und gewisse Energien irgendwie aufgeladen werden, Interessenslagen und so weiter und dass da eins zum anderen kommt. Und das war ein sehr behutsamer Aufbau bei Kollega. Also dann sag mal so ganz generell heutzutage, wenn du jetzt heute einen neuen Künstler unter Vertrag nimmst, was sind denn dann trotzdem so die ersten zwei, drei marketingorientierten Sachen, die er macht, um die Kunst den Leuten nahezubringen? Genau, also na klar, also es ist auch der Job des Labels, quasi Marketing-Tools zu generieren, die auf den Künstler zugeschnitten sinnvoll sind. So, ne? Also ich meine, ich würde jetzt nicht mit Kollega ins Musikantenstadel gehen, auch wenn ich da gerne auftreten könnte. So, ja. Ne? Also wenn sie sagen würden, ey, komm vorbei, wir finden das total toll, dann würden wir halt sagen, ey, sorry, ey, Musikantenstadel geht gar nicht, so. Machen wir nicht. Das machen wir auch sehr häufig. Also ich glaube, in den letzten Jahren habe ich irgendwie zu 9 von 10 Einladungen in irgendwelche TV-Sendungen Nein gesagt. So, also auch für die Künstler, mit den Künstlern zusammen. Die verstehen das Gott sei Dank auch. Ne? Die sagen dann halt auch, hey, nee, ist nicht cool, habe ich keinen Bock drauf. Aber also Marketing ist nicht immer gleich Marketing, aber was wir halt sehr gut gemacht haben, ist halt eben Content zu schaffen. Wir haben jetzt gerade, das ist ein super Beispiel, vorgestern, das ich glaube, es war vorgestern, Weihnachtslied Holz in der Weihnachtsversion quasi online gestellt. Daran haben wir natürlich ein paar Monate gearbeitet in der Produktion und so weiter. Wir wussten halt, wir haben diesen Holz-Hit und ich glaube, viele Leute kotzen jetzt auch ab, dass wir noch eine Weihnachtsversion gemacht haben und dann irgendwie das auch alle mitträllern. Sag mal für unsere Tour, wer hat den gemacht? Also wer ist der Künstler? Also es sind die 257ers, ne, die gerade, also den Song Holz, der auch aus deren Perspektive halt ein Fun-Song war logischerweise und wir ihn halt so lustig fanden, dass wir gesagt haben, ey, der könnte Kultcharakter entwickeln, den koppeln wir jetzt mal aus mit einem Video. So, ne? Und dann gehst du hin, versuchst die richtigen Videoleute zu finden, die das richtige Konzept treffen und das muss alles kongruent zu dem Song, zu dem Produkt, zu dem Künstler sein. So. Und wenn du das nicht schaffst, du musst also sehr gut wissen, wen du da wie ansprechen möchtest und dann musst du quasi das Produkt darauf maßschneidern. Das ist die Kunst. Sozial, also auch in Social-Media-Netzwerken das richtige kreative Denken an den Tag zu legen, dass Content schafft, der irgendwie auch relevant ist. Aber der Content travels oder reist oder vervielfältigt sich am besten auf Facebook und auf YouTube, nehme ich an, korrekt? Genau, ja, klar. Also das kann auch ein kürzer Snapchat sein, who knows. Ne? Es kommt immer ein neues Medium auf und wird dann irgendwie... Aber machst du denn Sachen anders? Also wenn du jetzt für Facebook was produzierst und so einen Song jetzt für mit einem Künstler... Sozusagen als Weihnachtssong, dann hast du ja viel so Brainpower vorab drin. Wie ihr das, ja, klar, dann klar. Denkt ihr euch dann auch, okay, bei Facebook müssen wir so machen, dann müssen wir direkt in den ersten 3 Sekunden das hinbekommen. Bei Facebook kann ich dir genau sagen, haben wir darauf geachtet, dass wir keine Verlinkung in dem Ausgangsposting hatten, weil dann die Algorithmen der Vervielfältigung auf Facebook nicht so greifen, wie wenn du extern verlinkst. Also wenn du hingehst und sagst, hier, kauf bei Amazon, guckt auf YouTube oder ähnlich, dann findet Facebook das nicht so geil, wie wenn die exklusiven Content haben. Okay. Also haben wir quasi einen Content geschaffen, den wir ohne irgendwelche Querverweise erstmal haben laufen lassen. Und wir haben es ja dann geschafft, dass wir einen neuen Rekord aufgestellt haben und in 3 Stunden auf Facebook, also jetzt im Hip-Hop-Bereich, 1 Million Views auf dieses Video generiert haben, was einfach insane ist. So. Ohne dafür zu bezahlen? Also ja, kein einzigen Cent. Ja. Also da bin ich eh Fan von. Ne? Also alles organic. Von Essen bis Marketing. Aber sag mal, ist es denn trotzdem, ich meine, in unserer Szene redet man viel davon, jetzt Content extra für Facebook zu produzieren und extra für YouTube. Ist denn der gleiche Content? Ist das dasselbe Video, was bei YouTube nachher ist? Oder macht ihr da Unterschiede? Ich glaube, in dem Fall war es dasselbe Video. Philipp, du alter Profi. Ja, scheiße. Okay. Sehr authentisch. Ja. Also war es dasselbe Video, sagst du? War es dasselbe Video, ja. Aber wir machen natürlich jetzt, also guck mal, es ist ja nur eine Plattform, die quasi Content vervielfältigt. Wenn du geilen Content hast, warum solltest du die irgendwie auf einer Plattform limitieren? Es sei denn, vom Format her geht es nur bei Snapchat oder was auch immer, ne? Klar, also, aber es gibt
Aber es gäbe die Idee zu sagen, okay, Facebook-Videos, die werden maximal 20 Sekunden geguckt, da müssen in den ersten 3 Sekunden... Guck mal, du kannst ja sagen, wir haben Content, der ist nicht TV geeignet, der ist YouTube geeignet, und dann kannst du sagen, wir haben Content, der ist nicht YouTube geeignet, der ist YouPorn geeignet, so, ne? Und dann gibt's dafür halt die Plattform und dann... Macht ihr auch was für YouPorn rein? Also bei YouPorn haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nichts hochgeladen, so. Aber ansonsten überall schon. Ja, ich meine, es bringt ja nichts, ne? Also es wird ja die Leute, die irgendwie auf YouPorn gehen, die haben ganz andere Ziele. Okay. Ich glaube, die, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, so. Und dann sag mal jetzt, also man kennt dich, man versteht jetzt, dass du sozusagen in der Lage bist, geilen Content zu schaffen, den über die Plattform clever zu verteilen, damit dann irgendwie Künstler groß zu machen. Ist natürlich nicht alles. Wo kommt die Kohle her? Also die Kohle kommt natürlich über die Verkaufszahlen, ne? Also du verkaufst ja ein Produkt in physischer oder digitaler Form. Und also doch die Platten, die echten Platten. Na klar, also wir verdienen als Label Geld über die Platten und damit verdienen wir auch Geld. Noch so heutzutage, in 2016. Wir verdienen auf jeden Fall den Großteil über Plattenverkäufe, ja. Das ist unfassbar. Streams über, ja gut, ich meine, die Nutzung hat sich verändert und du hast digitale Auswertungsformen, auf die Leute jetzt einfach Zugriff haben, den die früher so nicht hatten. Das heißt, wenn du sagst Platten, heißt Spotify gehört auch mit dazu? Spotify gehört auch mit dazu, genau. Okay, also es ist keine Platten im Sinne, da kaufen sie irgendwelche Leute. Ja, Deutschland ist der traditionellste Musikmarkt der Welt und verkauft noch den höchsten Anteil an physischen Tonträgern. Und 50% unserer Einnahmen heute kommen immer noch aus dem physischen Business. Und der Rest ist dann Spotify und... Digital, ja. Was ist denn da noch? Also was da kommt es noch live, klar, es gibt Live-Einnahmen, es gibt Merchandise-Einnahmen, ne, und... Es gibt da auf jeden Fall, YouTube zum Beispiel generiert natürlich auch Geld. Wir haben ziemlich viele Klicks, so. Gibt's da einfach einige Cashflows. Ja. Also, wenn ich es mir mal so vorstelle, Spotify würde ich relativ relevant einschätzen. Super relevant. YouTube, sagst du gerade, hätte ich jetzt ja nicht so relevant eingeschätzt. Ja, kommt drauf an, was, ne? Ja. Also hat auf jeden Fall, hängt ganz davon ab, wie viele Abrufzahlen du hast, aber klar, es kann auch schon relevant sein. Aber sag mal, bei 1 Million Views, habe ich so gelernt, kriegst du ungefähr 1000 Euro. Das heißt, ja, ungefähr, genau. Wenn du 30 Millionen Views machst, 30.000 Euro, okay, das ist dann schon ganz geil, ne? Aber ja, was also wir haben dann schon ein paar mehr. Okay, okay. Schon so eher 100 Millionen aufwärts. Views im auf Jahr. Einzelnen? Im Jahr. Okay. Auf alle. Wir haben ja auch, ne, auch da viel alten Content online, der immer geguckt wird, ne? Also eine große Backlist. Wir haben einfach einen großen Katalog aufgebaut, ja. Und dann, okay, was haben wir dann noch? Was gibt's noch für digitale Erlösströme? YouTube, Spotify, Da bist du schon gut bedient mit. Okay, okay. Klar, es gibt noch iTunes und Co., ne? Aber ja, MP3-Downloads kommen jetzt auch aus der Mode. Okay. Und dann hast du immer gemerkt, okay, das läuft ganz gut. Machst du die Konzerte übrigens auch selber? Also wenn dir irgendwo ein Kollege früher aufgetreten ist, bist du da sozusagen... Veranstalter? Nee, bin ich nicht. Aber wir haben eine Agentur, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Und wir haben dann nochmal eine kleinere Struktur, die dafür sorgt, dass gewisse Dinge da für den Künstler halt gut laufen. Weil genauso wie du den Künstler als Platten-Act, also ich meine als plattenverkaufenden Act aufbaust, baust du den auch als Live-Act auf. Ne? Und je nachdem, was für eine Prädisposition dieser Künstler mitbringt, musst du da auch agieren können. Ne? Da musst du halt sagen können, pass mal auf, für den wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da eine andere Live-Show zusammenstellen mit Bandcharakter und mit diesen Venues und so weiter und so fort. Ne? Das sind alles so Aufbauprozesse. Und dann hast du sozusagen dieses Business ganz gut im Griff gehabt, gemerkt, das funktioniert ganz gut. Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich noch Suck It. Also sag mal ein paar Worte. Nach 5 Jahren habe ich Pusher Apparel gegründet. Okay, also Klamotten erst. Naja, genau. Und das war ganz simpel. Ich meine, habe ich euch ja damals, glaube ich, bei euch auch gesagt, dass ich da jetzt nicht das Rad neu erfunden habe. Ne? Also ich wusste natürlich, da gab es schon zig Marken, irgendwie Rockaware und Co. in Amerika. Und es hat funktioniert. Und ich habe gesehen, wir haben halt eine große Reichweite. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel Erlös gehabt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann versuchen wir mal Produkte zu verkaufen, die wir noch cool finden, die nicht gedownloadet werden können, illegal. Und das hat dann ganz gut funktioniert, ja. Und was sind dann irgendwie Hoodies oder? Ja, wir hatten Trainingsanzüge, Hoodies, die hatten sogar, also haben wir auch, ne, Strandhandtücher und all so ein Kram, alles, was halt irgendwie Sinn macht. Wenn du sagst, findest die Brand cool, dann ist ja bei uns auch so. Es gibt gewisse Brands, die ich cool finde und da kaufe ich mir vielleicht auch mal Sachen, die ich mir von einer Brand nicht kaufen würde. Und dann haben aber deine Künstler am Ende diese Klamotten auch getragen, logischerweise? Da, wo es gepasst hat, ne? Und es muss auch bei der Brand immer so sein, passt das Profil des Acts zu dem Produkt. Alles andere macht gar keinen Sinn. So Reichweiten allein bringen dir nichts, wenn es nicht passt. Aber es ist schon sozusagen Early Days Influencer Marketing. Das haben wir ja vor... Also ich habe auf jeden Fall State-of-the-Art-Marketing betrieben. Das war mir auch bewusst, indem wir quasi
wann haben wir die erste Kollektion rausgebracht? 2010, das ist jetzt 6 Jahre her. Und dann haben wir Old Media, ne, haben wir Cover von Hip-Hop-Zeitschriften gehabt, auf denen wir platziert waren. Wir haben aber in der Musik selber auch über die Brands gerappt. Das war aber jetzt nicht so, dass ich das den Jungs auferlegt habe, sondern die fanden es halt cool. Und es war dann in ihrem Alltag und die haben dann halt darüber gerappt, so, ne. Das heißt, das hat stattgefunden. Und natürlich eben diese Video-Placements und so weiter. Und ich habe halt sehr früh diese Mechanismen halt kennengelernt, ne, was Emotionalisierung von Produkten bedeutet und wie man die richtig platziert. Und das habe ich halt, das ist ja auch eben das Besondere jetzt in meinem Falle. Ich bin ja ein Unternehmer, der quasi alle seine Unternehmungen auch selbst finanziert. Also ich hole mir nie externes Geld rein, sondern ich bezahle alles selber. Das machen heute nicht viele Leute. A, weil ich die volle Kontrolle beibehalten will und B, weil ich dann einfach auch alles machen kann, wie ich mir das vorstelle und nicht aufgehalten werde. So, und der Zustand hat mir auf jeden Fall geholfen, relativ schnell viele Learnings zu generieren. Sag mal ganz kurz, wie gehst du da so ran? Also du hast dann da jetzt irgendwie die Idee, ich mach mal eine Kollektion. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass du dann da wahrscheinlich zu Hause sitzt und sagst irgendwie, so sehr ist cool aus, sondern du holst dir dann irgendeinen Designer ran? Oder? Ja, tatsächlich habe ich die erste Kollektion selbst gezeichnet. Wirklich? Ich habe das Logo selber entwickelt. Ich habe auch bei Self Made Records das Logo selber mitentwickelt. Es hat mir Spaß gemacht so. Ne? Es war halt, ich fand halt die Anzüge cool. Ich bin irgendwie auf einem Konzert in der Schweiz gewesen, damals sogar mit Kollegen. Wir hatten ein Security-Team, das waren so 4 Jugos und die waren irgendwie ganz sympathisch. Die hatten halt so alte Lacoste-Trainingsanzüge an und habe ich mir gedacht, ey, die fand ich früher mal geil. Aber als ich kleiner war, habe ich das Geld dafür gehabt, mir die zu kaufen. Und dann bin ich nach Düsseldorf geflogen, in den Lacoste-Store gelatscht und habe gesagt, ey, ich brauche irgendwie Trainingsanzüge von euch. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann waren die aber alle so weichgespült, also so cremefarben und eher die CI von Lacoste ist ja eher der Tennisspieler so. Und das wollen die auch ganz bewusst, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, nee, die sind mir zu langweilig. Fuck, so, ich mache mir den jetzt selbst. Und dann habe ich mir Leute aus der Textilbranche gesucht, die da behilflich sein konnten. Natürlich habe ich keine technischen Zeichnungen angefertigt, aber ich habe schon die ersten Kollektionen gedesignt und ich nehme auch heute die Designs ab. Also das ist mir schon wichtig und das unterschätzen die meisten Leute, weil ich viel im Jogginganzug rumlaufe. Ich bin schon ein absoluter Ästhetik-Nazi. So, ne? Also wenn du zu mir nach Hause kommst oder so, wenn du, weiß ich nicht, meine Autos oder auch so im urbanen Bereich meine Kleidung, die ist schon immer sehr speziell und ich weiß genau. Ich sehe das, ich sehe dich ja bei Facebook, wenn du da unterwegs bist. Keine Ahnung, also Sachen, die ich cool finde, die, ne, also das darf man ja nicht verkennen, die Ästhetik und die Optik, ne, die spielt eine große Rolle. Also viele Kaufentscheidungen, die stattfinden, haben rein mit der Optik zu tun. Und Apple sagt ja auch, wir sind keine Tech-Firma, wir sind eine Design-Firma. Ja, recht. Also ein bisschen vorbei sind sie. Ja, sind sie natürlich, aber denen ist ganz bewusst, dass das Design und die Haptik und quasi der Auftritt, also auch wie du die Geräte bedienst und so weiter, die größere Rolle spielt. Okay, das heißt, dann hast du jetzt sozusagen nach der Pusher Apparel-Geschichte hast du irgendwo Eis entworfen. Wie kommst du auf Eis? Also das war relativ simpel. Ich wollte irgendwas im Alkoholbereich machen, weil ich mir quasi auch mal wieder so neue Ziele gesetzt habe, Produkte. Also A, ich will mir was beibringen, ich will was Neues lernen und B, ich will auch Brands breaken, die du über einen längeren Zeitraum vielleicht als einen Künstler arbeitest, ja, also die einen deutlich längeren Lebenszeitraum haben. Und ich wollte auch außerhalb des deutschen Raumes mal agieren, so, weil ich ja immer nur irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz geschafft habe, auch alles gut geschafft, ne, also ob Textilien waren oder halt Musikbusiness, irgendwie am Ende des Tages wollte ich die Skalierbarkeit einfach erhöhen. Und ich hatte halt Bock auf ein alkoholisches Produkt, obwohl ich selber Anti-Alkoholiker bin. aber mir war klar, so Musik, Alkohol, das passt halt auch gut zusammen. Aber ich hatte auch keinen Bock auf 0815 Produkte und habe mich dann damals mit dem Chef der Unternehmensentwicklung von einer großen bekannten Brauerei aus Deutschland, die eigentlich auch meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt halbwegs innovative Produkte gemacht haben, getroffen. Es ging dann 6 Monate und wir haben uns 3-mal getroffen ungefähr und das war dann immer eher so, ach ey, wir kommen, ihr habt doch so super Reichweiten und so, wir haben hier so ein Produkt, das funktioniert nicht so gut, lass uns das mal pushen. Und da habe ich ihm gesagt, das passt aber nicht zu uns und ich habe auch keinen Bock, irgendwie Sachen aufzuwärmen. Wenn wir alles machen, designen wir das von Grund auf neu, gehen ganz anders daran und schaffen am besten ein Produkt, was auch eine Daseinsberechtigung hat. So, ne? Und einfach nur den nächsten Wodka, da hatte ich keinen Bock drauf, oder den nächsten Energy Drink. Und ja, das hat dann, wie das so mit Corporation-Leuten ist, ewig gedauert und es ist halt ist nichts bei rumgekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das musst du scheinbar auch selber machen. So, und dann habe ich mir halt Leute gesucht, die in dem Bereich halt, oder wo ich halt das Gefühl hatte, die machen einen geilen Job. Ne? Und dann habe ich über unseren heutigen Geschäftsführer, den Marco Knauf, kennengelernt, der True Fruits Gründer. Und True Fruits ist eigentlich
Also jetzt, ne, Gruß an Marco hier, ist nichts anderes als Hip-Hop im Food-Business. So, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihm das überhaupt schon mal so gesagt habe, aber die Art und Weise, wie sie vermarkten, ist sehr ähnlich, nur quasi auf ihr Produkt zugeschnitten, wie ich im Hip-Hop-Bereich vermarkte, nämlich stark polarisierend. Und mal die Eier irgendwie zu haben, Sachen auszuprobieren, die große Firmen dann aus, keine Ahnung, Corporate Guidelines Gründen heraus sich gar nicht trauen können. Und ich sag immer, ne, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und das ist ein Vorteil kleiner Strukturen. So, ganz kurze Pause, kurze Unterbrechung. Hinweis auf unseren Partner hier in der Mitte. Und zwar die Agentur -webfox.de. Hatten wir auch in den letzten Wochen schon drüber gesprochen. Agentur hier von meinem Kumpel Darius, dem Fußball-Darius, mit dem ich immer so gerne über Fußball plaudere, aufgebaut. Sitzen in Berlin. Und eine Sache, die wir diese Woche noch ergänzen wollen zum Agenturportfolio. Letzte Woche hatten wir erzählt, dass die besonders gut dabei drin sind, Typo 3 Seiten aufzusetzen. Diese Woche lasst mich noch ergänzen, dass diese Agentur insbesondere auch im digitalen Brandbuilding von bestimmten Persönlichkeiten oder von Persönlichkeiten generell sehr stark ist. Als Beispiel arbeiten die Kollegen in dem politischen Bereich für Ursula von der Leyen, im Bereich TV für Janina Use, im Bereich Musik für Fetsum und im Bereich Sport natürlich für einen Fußballer, für den deutschen Nationalspieler vom FC Liverpool, Emre Can. Und genau das ist sozusagen das Portfolio, das können die halt auch bei Webfox. Nicht nur Webseiten bauen, sondern auch wirklich Persönlichkeiten bauen, digital. Insofern schaut mal rein, agentur-webfox.de. Darius ist da der Macher. Und also du hast aber sozusagen richtig alle Tricks dir schon vorher beigebracht, klar. Eis. Sogar, also euer Suck-It-Eis, sogar warst du vielleicht ganz überrascht, selber nochmal bei Höhle der Löwen im Fernsehen hast du da präsentiert, weil du auch gecheckt hast, okay, das gibt Reichweite, das gibt Aufmerksamkeit. Genau. Ja, das du bist ja nicht so schade zu sagen, eigentlich hast du ja schon als Gründer jetzt sozusagen eine Stufe nach Höhle der Löwen vielleicht, würde man dich jetzt nicht unbedingt erwarten. Ja, wir sind nicht die typischen Höhle der Löwen-Jungs, weil wir eigentlich gar kein Geld brauchen. Ne? Also wir sind jetzt nicht dahin gegangen, weil wir Ideen umsetzen. Geld braucht. Genau, wir sind nicht dahin gegangen, weil wir eine Idee umsetzen wollen und sagen, gebt uns bitte Geld, glaubt an uns so, was ja auch der ganz normale Weg ist. Also jetzt, das soll ja überhaupt nicht irgendwie arrogant klingen. Bei uns ist es halt Gott sei Dank so, dass wir durch quasi Selfmade Rackets und True Fruits, das fällt jetzt in einem Satz, auch witzig, eben ganz gut positioniert sind, ne, was das angeht. Und wir aber auch den ganzen, klar, der Marco ist genauso ein, der ist mega smarter Dude, der die gleichen Learnings in dem gleichen Zeitraum gemacht hat wie ich. Wir sind fast gleich alt. Der hat, die Firma ist fast genau im gleichen Jahr gegründet worden. Und ihm brauche ich nichts mehr zu erklären. So, er weiß, wie es läuft. Und er kann mir quasi beibringen, wie es im Food-Business läuft. Und das ist schön, weil ohne ihn wäre ich nicht in der Lage gewesen, so ein Produkt zu schaffen. Das heißt, Suck-It ist jetzt ein Joint Venture von Selfmade und... Nee, nicht von Selfmade und True Fruits, sondern quasi von dem Gründer Marco Knauf, einer der Gründer von True Fruits und dem Gründer von Selfmade Records, LWM. Okay. Aber unsere Learnings entstammen natürlich aus der Firma. So, ne? Und ich habe mir dann quasi, ich fand True Fruits halt cool, weil ich die Vermarktung kannte und gesagt habe, ey, die haben halt diesen... Auf jeden Fall haben die den Stock nicht im Arsch, sondern die wissen halt, wie man mit den Kunden sprechen kann. Und zwar versuchen wir denen nicht immer irgendwas vorzugaukeln. So, wir haben ja, keine Ahnung, irgendwie total tolles Blablabla-Feld, sondern wir sagen ja beide, ey, entweder ihr findet unsere Sachen cool oder ihr findet sie halt nicht cool. So, juckt uns dann auch nicht. Ne? Wir machen halt Sachen, die wir gut finden. Es hat gut funktioniert so. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, die Zusammensetzung höchst interessant. Und er hat natürlich auch bei uns gesehen, das gefällt ihm natürlich auch, dass wir immer so polarisierend vorgehen und er versteht das auch und wir haben... Wir haben dich kennengelernt? Also dadurch, dass ich quasi die Initiative ergriffen habe, im Lebensmittelbereich was machen zu wollen, bin ich über Max an Marco gekommen und dann haben wir im ersten Meeting quasi, hatte Max irgendwie gesprochen, dass die schon mal eine Idee hatten, so ein Eis zu machen mit Alkohol und der Marco dachte, ich wollte einen Energy Drink machen, aber ich wollte auf gar keinen Fall einen Energy Drink machen. Er wollte mir auch schon sagen, ey, Energy Drink mache ich nicht, so macht jeder. Und aber genau das ist ja mein Ansatz, ich mache ja nicht das, was jeder macht. Und deswegen haben wir ja gesagt, Eis mit Alkohol, warte mal, geile Idee, so. Und dann, ja, also der Name am Ende stammte dann von mir, so, ist ja auch sehr offensive, hat uns allen gut gefallen.
Hätte genauso wie von Marco sein können, er hätte es wahrscheinlich genauso gesehen. Und die Produktion wäre halt ohne ihn nicht so möglich gewesen. Dann natürlich dann die Kontakte. Wie wenn er zu mir kommen würde und sagen, ey, ich will eine Platte produzieren. Ja. Dann sind das für mich 3 Phone Calls so. Ne? Und das sind dann halt, das ist halt geil, wenn du mit so Leuten arbeitest, wo es halt sofort umgesetzt werden kann. Und wie groß ist jetzt Suck It aktuell? Also ist super gewachsen. Ich glaube, wir haben im ersten Jahr wirklich 250.000 Eis produziert, einfach mal so und gedacht, die werden wir irgendwie los und haben wir auch geschafft. Und ich sag jetzt mal verhältnismäßig kleine Zahl. Dann haben wir im zweiten Jahr, glaube ich, 500.000 Eis verkauft und dann haben wir dieses Jahr 1,4 Millionen Eis bis dato verkauft. Und so, dann ne? Eis verkauft heißt an den Handel? Wir haben verschiedene, also wir sind Multichannel-Vertrieb quasi. Online verkaufen wir auch sehr stark, aber wir verkaufen halt am meisten am Handel. Aber auch, ich glaube, wir waren an 140 Festivaltagen dieses Jahr aktiv. Also auch wirklich Lifestyle-Sellings, ne? Wirklich, also Rock am Ring und die ganzen bekannten Festivals. Was kostet ein Eis, wenn ich eins kaufen möchte? Im Supermarkt kostet dich tatsächlich eine 10er-Box 10 Euro, ungefähr 9,90 Euro irgendwie sowas. Also 1 Euro für ein Eis? Genau. Und der Handel nimmt dann nochmal eine Marge raus? Ja, ja, klar, natürlich. Die verdienen auch dran, logischerweise. Okay, und Festivals war dann auch so ein bisschen eure Idee, um das Thema direkt in die Zielgruppe reinzubringen? Ja, also es macht Sinn. Es ist warm. Die Stimmung ist gut und ja. Du hast Bock auf eine schöne Erfrischung. So, ja. Ne? Und das ist halt natürlich ein super Festivalprodukt. Wir gehen aber auch nicht hin und verschenken das Zeug und promoten das, sondern wir wissen, dass das Eis seinen Wert hat. So, die Produktion ist auch echt hochqualitativ. Also auch so ein Ding bei uns, ob es jetzt Selfmade Rackets ist oder Pusher oder ne, das Eis, ich achte auf Qualität, weil ich mich immer als Maßstab nehme und sage, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich mir, wenn möglich, irgendwas mit Nachhaltigkeit, dass ich halt sage, ey, ich finde das Produkt auch in 3 Jahren noch geil, so, und es ist zumindest von der Wertigkeit her so stark und Dann sag mal, wie vermarktet man sein Eis, also jetzt Festival selber hingehen, in den Handel, da packen dann die Handelskollegen klar. Selber in die Truhe, aber was machst du noch, machst du da jetzt Facebook-Anzeigen? Ja, wir haben gerade einen coolen, wir haben meiner Meinung nach einen sehr coolen Werbetrailer für das Eis produziert, und dann sieht man so, wie ich sowas vermarkte, es sind ein paar lustige, also ein paar Lacher dabei auf jeden Fall. Und das kann man sehr YouTube, offensiv. Bei YouTube sehen? Das oder? Kannst du bei YouTube sehen, das kannst du auch bei Facebook auf der Suck It Page sehen, ne? Das ist halt ein Trailer, der geht, weiß ich nicht, eine Minute. Und der beschreibt quasi, ist ein Brand-Manifest. Wir beschreiben unsere eigene Brand und wie wir uns sehen. Und wir kommunizieren ja auch mit den ganzen Konsumenten sehr direkt. Also, aber schaltet ihr Fernsehwerbung dafür demnächst? Oder Kinowerbung, so wie lange ja, geht es so? Das haben wir schon mehrfach auch angeboten bekommen, logischerweise. Ich bin vom Fernsehen als Werbemedium nicht so überzeugt. Okay. Ja. Das heißt, dann schaltet ihr das demnächst gegen kostenpflichtig auf Facebook? Also, ich meine, das wird ja nicht viral gehen jetzt, das wird ja nicht alleine helfen. Nee, aber klar, wir machen da auch Testimonial-Deals. Dadurch, dass ich im Musikbereich logischerweise gute Kontakte habe, suche ich mir Künstler, zu denen das passt. Ne? Also das heißt, die selber auch cool finden, das Produkt, und vermarkte da sehr stark, ähnlich auch wie mit meinen Klamotten. Und ich meine, am Ende ist es aber halt Eis so, kann man jetzt ja schlecht drüber rappen oder kann man ja schlecht jetzt immer... Du kannst es aber gut im Video platzieren, ne? Das haben wir natürlich auch schon gemacht. Also jetzt zum Beispiel ein paar Videos, die dann auch schon mal 20 Millionen Aufrufe haben. So, ne? Das sind halt, und vor allem in einem Umfeld, was halt emotional cool ist. Und es ist auch kein Fremdkörper in dem Fall. So, deswegen achte ich auch darauf, dass die Acts Bock drauf haben und dass es halt einfach auch passt. Und das kannst du schon cool machen, das kannst du auch schlecht machen. Und wir haben bis jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, extrem starkes Wachstum. Und das heißt so, wir machen da auf jeden Fall ein bisschen was richtig. Also das heißt aber, ihr geht auch komplett also abseits von klassischen Marketingkanälen, ihr würdet jetzt keine Anzeigen dafür kaufen in Zeitschriften, ihr würdet jetzt keine Fernsehwerbung, sagst du, würdet ihr auch nicht machen. Also all das, was man so normalerweise... Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber es muss auf jeden Fall einen ganz klar erkennbaren Mehrwert für uns liefern. So, dann ja. Ja gut, aber ich meine, das würden die Sales-Leute von diesen Medien euch ja erzählen. Ey, tolle Zielgruppe. Und also Sales-Leute von Medien, die erzählen viel. Okay, aber also was ist ein ganz klarer Mehrwert so an der Stelle? Wenn du einen Kooperationsdeal machst, wenn du sagen würdest, pass mal auf, mit irgendeiner Supermarktkette, wenn ihr uns in der und der Menge irgendwie die Sachen abnehmt, dann schalten wir folgende Kampagne, wenn euch das beruhigt. So, aber ich glaube trotzdem, also ich sage, es kommt auch auf die Größe an. Ne? Also hast du ja jetzt auch bei True Foods gesehen, das ist ein sehr bekanntes Produkt, und diese Out-of-Home-Plakatwerbung, die geschaltet haben, auch sehr smart, die hat natürlich ihre Kreise gezogen. Und es war eigentlich, ich habe ja damals darüber gesprochen bei euch, wie es ist, wenn man aus Online-Medien in die klassischen Medien vordringt, die sind aus den klassischen Medien durch den Inhalt in die Online-Medien vorgedrungen, ne, und wurde halt stark berichterstattet, und das ist halt
Ist doch geil. Ist es eigentlich fair zu sagen, dass du jetzt auch selber für dich entschieden hast, du gehst ein bisschen mehr mit so als Erwin Malegovic in die Medien oder machst ein bisschen mehr Eigen-PR? Ich habe jetzt also großes Porträt in der FAS, Porträt in der Vivo oder Interview in der Vivo. Man sieht dich auf Konferenzen mehr als vor einer Weile. Bewusste Entscheidung? Das hat eigentlich damit zu tun, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich als Hip-Hop oder aus dem Hip-Hop stammt irgendwie so stereotypisiert werde und dass die Leute immer sagen, na, der hat wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt und das, was er macht, damit beschäftigen sie sich eigentlich nicht und das ist ja irgend so ein Proll und ne, hier mit seinen Autos, whatsoever, ne? Du hast halt so ein Stereotyp und die Leute verkennen dann halt oftmals, dass dahinter harte Arbeit steckt, so, ne? Und kein Mensch, der irgendwie sehr erfolgreich ist, auch über einen längeren Zeitraum, hat Glück. Und es ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und ich finde auch so, dass es dieser Musikbereich in Deutschland auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dass die Leute da auch nicht so drauf gucken. Und ich finde es generell für Hip-Hop schade, weil Hip-Hop ist die größte Jugendkultur und alle, ich meine, die damit aufgewachsen sind, die werden halt auch irgendwann mal in Unternehmen sitzen und da ganz normal arbeiten. Und dann wird halt keiner sagen, Hip-Hop ist ja voll asozial und hin und her. Und das hat mich ein bisschen gestört und ich glaube, ich habe halt die Möglichkeit, da ab und zu mal für zu sprechen. Allerdings, um das auch ganz klar zu sagen, wenn ich jetzt mit der FAZ oder mit der Wirtschaftswoche oder ähnlich spreche, dann spreche ich natürlich auch über die anderen Ventures und die aber eben auch über Hip-Hop vielleicht angetrieben werden, aber es geht eigentlich auch immer um gewisse Inhalte so, ne? Und wenn ich es cool finde und interessant finde, mache ich es. Ich habe aber auch schon viel abgelehnt. Also aber dass du jetzt so das Gefühl hast, so, sagen wir mal, Elon Musk in etwas kleiner logischerweise, der ist ja auch ein Mega-Influencer. Oder Steve Jobs, so dass der als Person die Chance hat, einfach über seine Person neue Produkte zu machen. Ja, klar, genau. Du jetzt auch sagen, natürlich. Der LSL wieder dahinter, den kennt man mittlerweile schon, weil viele in der Wirtschaft dich jetzt langsam so kennenlernen. Also ich sag mal so, das ist auch natürlich auch eine, du zeigst den Leuten, was du so machst und es erleichtert Dinge. Ne? Weil wenn ich da mit extern spreche und die wissen schon irgendwas von mir, dann muss ich mich nicht erklären. Ich erkläre mich super ungern. So, es macht halt keinen Spaß, immer zu erklären, was man alles macht. Ne? Und das hilft dann. Es ist dann einfach, ich sage jetzt mal, effizienter. Okay. Also es ist schon ein bisschen auch Kalkül dabei, jetzt nach außen. Ich spreche gerne mit einem potenten Zielpublikum. So, ich würde jetzt nicht unbedingt mit der Regenbogenpresse große Interviews machen, die mich natürlich auch immer wieder fragen. Aber es geht mir jetzt nicht darum, mein Gesicht in irgendeinem Medium zu sehen. So, ehrlich gesagt finde ich es auch viel schöner, wenn mich die Leute nicht kennen. Aber in so einem potenten Zielpublikum unterwegs zu sein, so da sprechen dich die Leute selten auf der Straße an und wollen ein Selfie mit dir machen. So. Ja. Das sind doch schon eher die Hip-Hop-Kids. So. Ich gebe ja auch in Hip-Hop-Medien, ich glaube, ich habe jetzt ein Interview in den letzten 5 Jahren gegeben für ein Hip-Hop-Medium. Okay. Weil, brauche ich nicht, ich mache ja Hip-Hop. So. Also, das bringt mir nichts. Okay, ja, ziemlich konsequent. Aber ich meine, das ist ja schon auch interessant. Also ich habe das FAZ-Ding gelesen und dann witzigerweise drehen die es dann trotzdem wieder so auf den Hip-Hop. Dann, dass du Ferrari fährst und dass du irgendwie ein geiles Penthouse hast. Da kommt man nicht drum rum. Irgendwie am Ende, also ich fand es cool. Und am Ende habe ich, ob es Elvis oder auch cool findet, so ob es seine Zwecke erfüllt. Und dann war ich mir ganz sicher. Ich weiß es natürlich auch nicht so. Und natürlich hat auch der Redakteur immer so seinen Blick darauf. Der war sehr nett. Und wenn er das so sieht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Weißt du, er muss ja auch seinen Job machen. Und er muss ja auch die Geschichte verkaufen. Er hat mir den Titel nicht verraten. Und dann habe ich natürlich die Zeitung gelesen und dann war es Elvi und seine Gangster. Also, war halt der Titel. Und ich meine, wie soll ich den dafür haten? Er hat genau meine Tools angewendet, ne, die ich quasi auch zur Vermarktung oftmals nutze. Also kann ich ihm jetzt nicht sagen, finde ich scheiße. Sondern na klar werden dann Leute, die FAS dann lesen, werden dann sagen, hä, was soll das denn im Wirtschaftsteil so? Ja. Was für Gangster, ne? Und die lesen es dann und vielleicht funktioniert es dann besser für den Artikel und dann hat er seinen Zweck auch für ihn erfüllt. Und da bin ich jetzt der Letzte, der einen Stock im Arsch hat und sagt, oh Gott, so, ne? Meine Mutter hat mich jetzt angerufen und ich fühle mich total scheiße. Sondern ist mir auch egal, so, ne? Wie? Muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir so höre, 3 Businesses, ist ja auch mal so ein bisschen die Sorge, Fokusverlust. Man macht dann auf einmal 3 Sachen und dann nichts mehr richtig. Ja. Wie schaffst du das trotzdem, sozusagen jetzt noch neue Künstler zu finden, bei den neuen Künstlern so eng dran zu sein, wie damals bei Kollega? Ist das schwierig oder hast du jetzt deine Leute oder machst du das selber? Teils, ne? Also ich versuche immer, unabhängige Strukturen zu schaffen. Also der Textilbereich hat eine unabhängige Struktur, die auch ohne mich den Alltagsjob erledigt und die im Lebensmittelbereich ist es genau dasselbe. Wir haben einen Geschäftsführer, wir haben da irgendwie 9 Mitarbeiter bei Sackett mittlerweile und da gibt's ein Tagesgeschäft und wir kommen halt bei größeren Marketing-Kooperationen, bei Creative Incentives oder so ins Spiel oder halt einfach auch bei der Finanzierung
Und mir macht es halt Spaß, muss ich zugeben. So, ne? Ich beschäftige mich gerne damit, ich schaffe gerne geilen Content. Wir haben gerade wieder, irgendwie gestern habe ich ein paar ziemlich geile Sachen für Sucket mit unserem Creative Lead durchgecheckt, die wir so angekurbelt haben, und ich freue mich schon, die zu veröffentlichen, weil es halt mega funny ist. So, ne? Und das macht mir Spaß. Das ist so natural born Content Marketing. Ja, es macht mir einfach Spaß. So, ne? Ich ärgere auch gerne die Leute oder provoziere auch gerne auf eine coole Art oder manchmal, ne, auf eine witzige Art. Also wie gesagt, 257 das mit Holz haben einen ganz anderen Catch als irgendwie Kollege mit Alpha oder was auch immer. Und ich finde das halt, mir macht Spaß so. Das heißt, du bist dann auch Workaholic und dann hast du genug Zeit, um alles zu kümmern. Ich bin Workaholic, leider, ja. Kann man nicht anders sagen, auf jeden Fall. Aber es können trotzdem noch neue Künstler von dir erwarten, dass du noch neue... Es wird auch neue Künstler geben, ja klar. Also wir sind eine Plattenfirma, die ja die Kunst, den Künstler groß zu machen, einfach irgendwie gemeistert hat. Das haben wir ja jetzt, also ich weiß gar nicht, wie viele Nummer 1 Künstler wir hervorgebracht haben, aber auf jeden Fall mehr als alle anderen Hip-Hop-Labels vor uns. Und in jedem Fall auch einfach mehr Superstars. Also es sind schon ein paar Millionäre bei Selfmade Records entstanden und oder durch Selfmade Records. Und das ist ja, ich sag mal ja, die Historie beweist ja, dass wir dazu in der Lage sind. Und diese Fähigkeiten, die verlierst du nicht. Und wenn du dann als Label einen Künstler cool findest, den du gerne vermarkten möchtest, dann macht es ja auch Spaß, die anzuwenden. Aber nochmal, weil ich das schon mal gefragt habe, was ist das Geheimnis? Also ich meine, wenn du sagst, wir sind, unsere DNA ist, wir kriegen Künstler groß. Wir entdecken Künstler, wir kriegen sie dann groß. Ja, das hast du mich gefragt und ich weiß noch, da habe ich dir geantwortet, pass mal auf, so, das ist wie ein Stürmer, der eine schießt Tore und der andere schießt sie nicht. So, und das ist halt einfach, wie willst du das beschreiben? Wie soll ich das definieren? Also es gibt nicht irgendwie, dass du sagst, ich habe ein gutes Gefühl für das richtige Video. Doch, nur, natürlich. Also wir haben, das haben wir uns auch in bestimmten Bereichen mit Sicherheit auch beigebracht. So, ne? Aber der Instinkt, den hast du oder den hast du nicht so. Entweder du bist cool oder, wie ist das in einem Interview gesagt, entweder du bist cool oder du bist lustig, aber das zu lernen, sich das beizubringen, ist hart. Okay, das ist ja mal eine ganz souveräne Aussage. Ja, das stimmt, ja. Und stimmt eigentlich auch deine restliche Lebensgeschichte, sozusagen die frühen Jahre, du warst Basketball-Profi und sozusagen... Ja, Sportler einfach, Leistungssportler. Ja. Genau, und sozusagen und kommst selber aus sehr kleinen Verhältnissen. Ja. Ja, das stimmt schon. Ne? Meine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ne? Meine Mutter hat verschiedene Jobs gemacht. Ne? Kassiererin, Fastfood-Restaurants, Bedienung und solche Geschichten. Ich habe auch früher mit der geputzt, haben wir ja auch schon mal mehrfach erwähnt. Dafür schäme ich mich auch nicht. Ne? Also es waren alles gute Learnings. Es hören uns eine Menge Leute zu und sagen, okay, wie hast du dann zum ersten Mal, jetzt sagst du, du finanzierst alles selber. Das hört sich, klingt jetzt so locker lässig, aber wie war der erste Moment, wo du zum ersten Mal sozusagen aus dem kleinen Verhältnis und aus dem Basketballsport oder irgendwie an so viel Cash gekommen bist? Ich brauchte gar nicht so viel Cash, das ist halt der Punkt. Ne? Also für Selfmade Records am Anfang hatte ich, glaube ich, irgendwie ein Startkapital von 20.000 Euro, die ich dann irgendwie zusammengespart hatte. Und mein Kapital war meine Arbeitskraft. So. Okay, okay. Also tatsächlich fast so ein standardisiertes Modell wie Zeit gegen, ne? Also gegen, oder beziehungsweise Geld gegen Arbeitskraft oder Arbeitszeit. Und nur, klar, die Skalierbarkeit und die Sachen, die ich da gelernt habe, die waren halt wie so eine 10-in-1-Ausbildung. Ne? Und die habe ich dann auf andere Felder irgendwann übertragen. Und kommt noch was Nächstes? Kommt noch was, was kommt nach dem Eis? Also klar, ne? Ich meine, ich... ja, 40 Minuten. Ja, das ist Bruder, 45 Bruder, Minuten. Spaß. Hier die, also ich bin sehr umtriebig auf jeden Fall, aber ich versuche mich jetzt auch nicht irgendwie zu verheddern. Ich versuche gesunde Strukturen zu schaffen, wo ich auch noch den Überblick behalten kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal stärker als Investor aktiv werde und dann alle Learnings auch nochmal auf dem Gebiet irgendwie anwende. Und mal schauen. Also ich bin jemand, wie soll ich das erklären? Ich muss Spaß an der Sache haben und dann mache ich es. Aber ich mache jetzt auch nicht Dinge, um der reichste Mann der Welt zu werden. So, ne? Das juckt mich nicht. Also das wäre einfach auch dumm. So, ne? Also ich mache Sachen, auf die ich Bock habe. Und meistens ist es dann tatsächlich so, wenn ich das gut kann, dann verdiene ich damit als Nebeneffekt auch Geld. Okay, so, lass mich mal schauen, dass ich noch irgendwie... offensichtlich noch 5 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten, genau. Nur noch 5 Minuten. Werde gerade mich die gefragt, als ich glaube, ich bin eigentlich jetzt Jungs, hier sitzen ja ein paar Jungs im Büro mit dem Office. Habt ihr noch Fragen? Irgendwas Offensichtliches, was man den Kollegen fragen muss? Wir sind schon braindead, Mann, nach 40 Minuten. Wir sagen immer, Podcast muss so lange sein wie ein Inlandsflug. Ja, oder München 45 Minuten, okay. Das ist einmal durch. Ja, ist nicht schlecht, stimmt. Ja. Gruß an alle Senatoren im Flugzeug. Bist du Senator? Weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall viel Fliegermeilen und
ich habe mich sehr spät für den Scheiß angemeldet, muss ich zugeben, und habe wahrscheinlich einige tolle Flüge irgendwie verschenkt. Wofür gibst du denn deine Kohle aus? Also ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, Geld auszugeben, muss ich zugeben. Also was mache ich gern? Ich reise auf jeden Fall sehr gern, dafür gebe ich Geld aus und ich ich beglücke auch gerne Menschen, die mir am Herzen liegen, mit irgendwie Möglichkeiten, das ist eigentlich am schönsten. Ja, ich bin Autofan und ich habe, weiß ich nicht, ich habe jetzt aber auch mir so viele Autos, verschiedene Autos in einem relativ starken Intervall irgendwann zugelegt. Ich fahre ja auch auf der Rennstrecke, ich habe auch einen Rennwagen. Ich habe Spaß am Fahren, so, das darf man nicht unterschätzen. Ich finde natürlich Autos geil, aber die müssen mir auch irgendwas geben. Ja, und meistens sind das recht bekloppte Autos, die mir irgendwas geben, weil es einfach Charakter ist. Und das kostet natürlich auch Geld, keine Frage, aber ich bin jetzt auch, also wie soll ich das erklären? So, ich habe jetzt einen Ferrari, den ich geil finde zum Beispiel, und den werde ich wahrscheinlich auch nie verkaufen, weil dieses Gefühl, was dieses Auto mir vermittelt, das ist halt immer da. So, und dann muss ich jetzt nicht hingehen und sagen, ah, da ist ein neuer rausgekommen und ne, ich kaufe mir sofort den neuen. So bin ich gar nicht unterwegs. Also ich liebe dann die Dinge, die ich mir so zulege, und wahrscheinlich. Das ist der Nachteil, dass das immer mehr werden. Aber das heißt, du bist noch nicht gesponsert oder so. Ferrari oder Porsche sagen nicht, sie geben dir die Karren umsonst damit. Also ich krieg schon die Autos von den Autohäusern, die kennen mich mittlerweile, ne, zum Testen, weil die halt wissen, dass wenn ich da irgendwie drauf kleben bleibe, wahrscheinlich dann mir das Ding auch irgendwann hole. Ist auch. Aber nicht, dass sie dir sagen, okay, dann sehen das andere Leute bei Instagram oder in deiner... Ich würde auch gar kein Instagram, also diese Instagram-Scheiße, ne? Sorry, ey. Ich bin einfach nicht dieser Typ, der nach außen versucht, den Leuten zu zeigen, was er gerade macht. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Selbst wenn ich dafür Ferrari kaufen würde, was würde ich dafür abgeben? Meine Privatsphäre, so, die ist, das kann Ferrari gar nicht bezahlen. Wie viel die mir wert ist, so, ne? Ja. Also das sehe ich anders so, ne? Aber eigentlich muss man sagen, ich bewundere Leute, die sich von Objekten freimachen, so gut es geht. Und das ist bei mir auch, also bis jetzt vielleicht auch bei Autos, schon so, dass ich gern spartanische, saubere Verhältnisse habe und mir nicht zu viel Ballast ans Bein hefte, in Form von Immobilien hier und da. Weil ich mir einfach denke, wozu? Ja. So, es stresst nur. Die ganze Scheiße intakt zu halten, habe ich gar keine Lust zu. Auch der Autofuhrpark. Ne? Ich habe einen Freund, der hat 14 Autos. Also jetzt, ich kenne auch Leute, die hunderte Autos haben. Ne? Also wirklich Industriemagnaten. Alle meine Rennstreckenfreunde sind autogestört. So, ne? Und da sind teilweise Milliardäre dabei. Kannst du dir vorstellen, ich habe ein paar Autos mehr als Elvie, die ich auch immer geil finde. Ich fahre immer hin und verbringe dann erstmal 2 Stunden in der Halle und gucke mir die Autos an, weil du da teilweise Autos hast, die gibt es nur 2 Mal auf der Welt. Also viele Oldtimer. Und die werden dann aber auch auf der Rennstrecke getreten. Ne? Und die finde ich halt echt schön und gucke mir das an. Das hat ja auch was mit Ästhetik zu tun. Und die kaufen sich halt dann natürlich auch mal Karren. Ich weiß nicht, wie die ihren Fuhrpark handeln, aber ich habe halt einen Freund, der hat 14 alte 911er. Ne? Und natürlich, so alte Autos, die musst du fahren, damit da keine Probleme entstehen. Und wer schafft, 14 Autos zu fahren? Wenn ich jetzt 3 Autos in der Garage habe, dann denke ich mir auch schon jeden Morgen so, was macht heute Sinn irgendwie? Ne? Die fährst du halt nicht jeden Tag. Und die dann in Stand zu halten, der ist jedes Wochenende da und dann putzt er die Karren. Und ne, ich meine, der ist halt Anwalt. Und dann denke ich mir immer so, das wäre mir echt zu stressig. So schön wie die Autos auch sind, ne, da habe ich dann auch keinen Bock drauf, weil so viel Zeit habe ich nicht. Die müssen funktionieren und ich muss die heizen können. So, ne, und dann habe ich Spaß. Und letzte Frage aus dem Bereich, ich habe das mal bei Business Insider gesehen, sozusagen how Elvio Begovic spends his money. Also sozusagen, das machen. Ach so, ja. Die wollten jetzt ein Interview mit mir machen. Ich hoffe, so eine scheiß Frage stellen die mir nicht. Ja. Okay, dann stelle ich sie dir auch nicht. Haben wir ja schon im Auto gesprochen. Ja. Dann lass Cut machen oder Jungs, genau. Habt ihr noch was? Der Flug ist vorbei. Du hast vorhin gesagt, schnell frisst langsam, ja, und nicht großes frisst klein. Genau. Merkst du denn aber, dass die großen Labels angefangen haben, dich zu kopieren oder dass dein Erfolg... Klar, ey, alle, also das ist aber das Ding, was sie nicht verstehen, dass das alles immer im Gesamtkontext funktioniert. Und sie denken dann auch so, dass sie mit irgendeinem Tool, dass sie kopieren, dann genau denselben Erfolg haben, so, aber es ist immer eine Gesamtsprache und die ist immer zugeschnitten. Und das ist ja auch das Schöne, das ist dann nicht so einfach zu kopieren. Also klar, es gibt aber, also Boxen, Deluxe-Boxen wurden dann irgendwann kopiert, mit denen wir dann angefangen haben und damit haben andere Leute Umsatz gemacht. Das war natürlich smart und du musst ja auch gucken, was macht der Markt und wie bewegt er sich. Was sind Deluxe-Boxen? Das waren halt diese Fanboxen, diese Limited Editions, die wir gemacht haben, die halt irgendwie mehr als nur eine CD beinhalten, T-Shirts und so weiter. Okay. Diese Fanpacks, und damit wurde halt sehr viel Umsatz gemacht. Ja. Und worüber wurde vertrieben?
die gibt's im Handel oder über Amazon, ne? Das machen aber mittlerweile alle großen, also machen alle Labels mit allen Hip-Hop-Acts, aber wir haben halt irgendwann damit angefangen, ja. Und ihr seid mit dem aber Major jetzt auch in Joint Venture gegangen, oder? Genau, also ich habe einen Joint Venture mit Universal Music für Selfmade Records und klar, aber wir arbeiten immer noch independent und nutzen quasi die Möglichkeiten, die Universal Music uns bietet. Ja. Okay, und warum habt ihr das gemacht? Einfach nur um die Größe von denen? Wir können halt einfach viel mehr Access. Okay. Also es gibt jetzt einfach nichts mehr im Musikbusiness durch diese Konstellation, was uns in irgendeiner Form vorenthalten wird. Ne? Also ich kann mit, ich habe quasi ein Netzwerk mit einem Move enorm erweitert, so auch international. Ne? Es ist schon ganz geil. Wie groß sind eigentlich die Hallen, die den aktuellen Kollegen voll macht? Also ich kann dir sagen, dass wir letzte Woche ein Konzert gehabt mit den 257ers, das war das Palladium in Köln, das sind ca. 5000 Leute. Okay. Aber ich glaube, dass sie irgendwann Arenen spielen werden, 15.000 so. Casper spielt, glaube ich, für 15.000 Hallen schon. Ein Kollege spielt auch irgendwie in der Region 5.000. Okay. Ja. Kommt also noch nicht Barclay gerade in Hamburg oder Köln Arena oder sowas? Ja doch, also Casper schon, ne? Zum Beispiel. Also ist ja auch ein Hip-Hopper, der irgendwie dahin gekommen ist, wobei er jetzt auch schon stark außerhalb des Rap-Kosmos irgendwie funktioniert. Ja. Ne? Aber gibt nicht viele Rapper, die jetzt so große Hallen füllen, aber was halt cool ist, du hast auch viele Festivals und die spielen halt dann, also ich war, was war das denn mal für ein Festival? 257ers haben auf irgendeinem Nicht-Hip-Hop-Festival gespielt und da waren 40.000 Leute und die haben dann halt die Songs gegrölt und das ist schon ganz geil. Alles klar. Das waren nochmal interessante private Sachen, irgendwie unabhängig vom Marketing und Business-Schnack zum Ende. Ich hoffe, es passt ja ganz gut irgendwie zu Unermarken Rockstars. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mal wieder bei uns aufgetaucht bist. Wir bleiben an dir dran, wir beobachten weiter, was du machst. Gerne. Und auch mit Marco. Marco, wenn du das hörst, schöne Grüße auch an dich. Ich weiß nicht, stehe irgendwie in deiner Schuld. Ich habe mich schon per E-Mail entschuldigt für diesen einen Fuck-up in Hamburg. Eigentlich nicht meine Art, du weißt, was ich meine. Marco, das war's jetzt für heute. Schöne Grüße an Marco Knauf nochmal zu Ende. So, und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Bevor alles vorbei ist, ganz kurzer Hinweis, diesmal so in fast eigener Sache. Und zwar haben wir gemeinsam mit der Zeit, also der Zeitung Die Zeit, da gibt es eine Akademie. Und mit dieser Zeitakademie gemeinsam haben wir eine Videoreihe rausgebracht. Da war auch hier unser Dauerkumpel und Rockstars-Stammgast Christoph Bursek mit dabei und erklären Online-Marketing wirklich für Leute, die zum ersten Mal ins Online-Marketing kommen. In Videolektionen, 6 Stück zu den verschiedensten Themen. Ich selber erkläre da Performance-Marketing, der Christoph erklärt Search, dann mache ich noch ein bisschen was zu Facebook, er macht noch ein bisschen was zu YouTube und so geht's weiter. Ebenfalls zu sehen ist Armin Rott oder Professor Dr. Armin Rott von der Hamburg Media School. Also sehr praxisnah, relevante Lektionen. Überall und auf jedem Endgerät streambar und sofort anzuschauen. Keine Wartezeit, geht sofort los. Einfach mal zeitakademie.de und dann seht ihr da schon. Auf einmal tauchen die kleinen Rockstars bei der Zeit auf. Wer hätte das gedacht? Wir sind stolz.